Hallo, hier ist Markus Happ. Heute möchte ich mal wieder ein gesellschaftspolitisches Video machen. Wir hatten ja am 3. Oktober den Tag der deutschen Einheit, aber Deutschland und die Menschen in unserem Land sind gespalten wie nie zuvor. Man könnte es eigentlich Tag der Uneinigkeit nennen. Ich möchte mal zurückschauen, wie es zu diesem Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober kam und was die Gründe sind, dass es immer mehr Unzufriedenheit und Spaltung in unserer Gesellschaft gibt. Gebt doch ein Like für dieses Video, damit es sich auf YouTube verbreitet und abonniere auch meinen YouTube-Kanal für immer wieder gesellschaftsrelevante, auch geopolitische Videos aus christlicher Sicht. Ja, der Tag der deutschen Einheit war auch eine Sammlung von Demonstrationen frustrierter Bürger. Interessanterweise von der sogenannten Rechten bis zur linken Seite. Und viele dieser Positionen sind mittlerweile sehr, sehr ähnlich. Man kann manchmal kaum unterscheiden zwischen der Frustration sogenannter Linker, wie einer Sarah Wagenknecht, die ja auch Millionen Anhänger hat und die plant, eine Partei zu gründen, was ich übrigens als sehr problematisch ansehe, weil es die Zersplitterung noch weiter vorantreibt in unserer Parteienlandschaft und die Chance, eine vernünftige Regierung zu bekommen, einfach weiter herabsetzt. Aber wir sehen hier, dass die Bürger, ob das jetzt von links oder rechts ist, sie werden dann eben auch Verschwörungstheoretiker genannt, interessanterweise Schwurbler waren Kommentare. Die Presse hat ja immer einen komischen Umgang mit Zahlen, sagt, es waren 4.000 Demonstranten in Berlin-Mitte, andere haben von über 10.000 berichtet. Ja, und der Frust wächst in unserem Land. Wir werden uns die Gründe anschauen. Warum ist der 3. Oktober überhaupt ein Feiertag geworden? Das geschah am 3. Oktober 1990, nur 4 Tage vor dem 40. Geburtstag der DDR, dass die DDR aufgelöst wurde. Ich lese einmal diesen Text hier vor. Der Tag der deutschen Einheit erinnert an das Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Das war am 3. Oktober 1990, 4 Tage vor ihrem 41. Gründungstag, also sozusagen als die 40 Jahre abgelaufen waren, hörte die DDR als souveräner Staat auf zu existieren und trat der Bundesrepublik Deutschland bei. In Berlin feierten Hunderttausende die Wiedervereinigung. Ich habe zu der Zeit in Los Angeles gelebt und studiert. In freier Selbstbestimmung wollen wir die Einheit Deutschlands vollenden, gelobte Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Damals war Euphorie. Damals war eine Begeisterung, dass die Mauer, die 40, also die von 1961 bis 1989, 28 Jahre gestanden hat, dass sie endlich gefallen war. Das war auch ein Ergebnis von Gebet. Damals waren die ganzen Lichtermärsche, besonders in Leipzig und in verschiedenen Kirchen haben sich Menschen für Freiheit von dem totalitären Unrechtsregime der DDR gesammelt im Gebet. Und die Mauer fiel nieder. Und heute ist die Mauer, die Deutschland trennte, länger gefallen, mittlerweile seit 35 Jahren, als sie überhaupt gestanden hat. Und dafür können wir sehr, sehr dankbar sein. Also 4 Tage vor dem 40. Geburtstag wurde Deutschland offiziell wiedervereinigt. 40 ist auch eine Zahl in der ganzen Bibel für Gericht. Israel verbrachte 40 Jahre in der Wüste und lief im Kreis herum, weil sie gegen Gott rebelliert hatte und ihm nicht glaubte, dass er sie in das verheißene Land über den Jordan nach Kanaan bringen könnte. Und so waren es 40 Jahre Gerichtszeit. Und immer wieder kommt die Zahl 40 vor als eine Zeit und als eine Zahl für Gericht. Helmut Kohl hat dann damals als Bundeskanzler versprochen, wir werden blühende Landschaften in Ostdeutschland schaffen, in den Bundesländern der ehemaligen DDR.
Und ich glaube, das ist wirklich passiert, ja, wofür wir sehr, sehr dankbar sein können. Es wurden hunderte Milliarden in den Aufbau, die Modernisierung Ostdeutschlands investiert. Ich glaube, es ist fast insgesamt eine Billion, also 1.000 Milliarden. Und mittlerweile ist der Osten wirklich modernisiert in allen Richtungen. Trotzdem gibt es riesige Probleme. Und auch die Unterschiede zwischen Ost und West sind immer noch vorhanden in vielerlei Hinsicht. Ja, ich habe hier mal ein paar Punkte aufgeschrieben. Das Denken der Ostdeutschen ist von den älteren und mittelalteren Generationen immer noch anders, weil sie im Sozialismus aufgewachsen sind. Das Empfinden und die Gefühle sind andere, auch gerade Totalitarismus und Kontrolle gegenüber. Und deswegen sind die Ostdeutschen so sensibel, als die Corona-Krise kam, dass das Grundgesetz, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, viele, viele Dinge außer Kraft gesetzt wurden. Und das war Unrecht. Das war eine Kontrolle des freien Willens, wie die DDR-Bürger es ja schon erlebt hatten. Und jetzt sehen wir, dass eben dieses Misstrauen in Totalitarismus mittlerweile im ganzen Land wächst. Aber im Osten ist eine größere Sensibilität, ja. Und dort haben wir auch eine größere Kinderarmut, eine höhere Arbeitslosigkeit, immer noch eine Ungleichheit in Löhnen. Und deswegen ist auch ein größerer Widerstand gegen illegale Einwanderer, unkontrollierte Immigration im Osten stärker, ja. Und wir sehen, dass hier also eine Demonstration des Volkes wächst. Hier Heizung, Brot und Frieden, Schluss mit der Verarmungspolitik. Wir sind für bezahlbare Energie und Lebensmittel. Ich glaube, dass wir von der Einheit Deutschlands vor über 30 Jahren, wo viele Hoffnungen verknüpft waren, dass Ost und West prosperiert, dass diese mittlerweile Zweifeln und Frustrationen gewichen sind. Wir haben steigende Inflation. Ja, ich kenne Produkte, die haben sich im Preis verdreifacht. Also Rohstoffe wie Holz, ja, Öl, Gas, Strom. Ich habe mal unsere Stühle, Stapelstühle erwähnt, die wir für 20 Euro das Stück gekauft haben, die jetzt bei 60 Euro liegen, derselbe Stuhl. Also hier ist eine Verzweiflung von Leuten, weil sie sehen, dass der Krieg in der Ukraine und wo kein Frieden in Sicht ist, Deutschland und Europa ungeheuer schadet. Und hier ist ein weiteres interessantes Plakat: Von der Krise zur Enteignung. Ja, in der Ära von Angela Merkel, die jetzt übrigens das erste offizielle Interview mit dem Staatsfernsehen, also ZDF, gegeben hat. Dort sagte sie, dass sie kein Verständnis hat für AfD-Wähler. Ja? Angela Merkel war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin. Und wir waren viele Jahre auch positiv ihr gegenüber, bis wir dann immer mehr Zweifel hatten, wie Millionen Bürger, als dann 2015 die Flüchtlingskrise kam und sie die Grenzen geöffnet hat und Millionen Einwanderer kamen, auch ohne Ausweise, zum Teil die Ausweise weggeworfen haben. Und von 2015 bis 2023 sind fast 10 Millionen Einwanderer gekommen. Und viele illegal, viele untergetaucht, mit hohen Dunkelziffern. Und Angela Merkel sagte also in diesem Interview, sie hat kein Verständnis für AfD-Wähler. Ich lese das einmal vor, falls ihr das nicht lesen könnt. In dem Gespräch sprach Merkel, CDU, auch davon, dass sie kein Verständnis dafür habe, wenn Menschen die AfD wählen. Also wie undemokratisch ist das und wie weit entrückt von der Meinung des Volkes. Wenn man sich sozusagen auf Kosten anderer Menschen, auch anders aussehender Menschen und Menschen mit anderer Biografie profiliert, dann ist das nichts, wofür ich Verständnis habe.
Man muss sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lassen. Also deutsche Bürger, die hier geboren sind, die seit Generationen hier leben, die ein gemeinsames Narrativ einer deutschen Geschichte und Kultur, auch Religionskultur, nämlich christliches Abendland, Glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist zur Vergebung unserer Sünden. Die Reformation Martin Luthers, ja, hat dieses Erbe Jesu Christi und auch, dass wir ein christliches Volk sind, wieder freigelegt. Sie hat also kein Verständnis, dass Deutsche sich profilieren wollen in Deutschland im Wettbewerb mit Afghanen oder Syrern oder Menschen aus anderen muslimischen Ländern. Also sie stellt diese Nationen gleich. Wieso muss sich ein Deutscher profilieren und im Wettbewerb stehen mit Menschen, die eine ganz andere Kultur, ein ganz anderes Narrativ haben, die aus dem Islam kommen, mit dem wir in Deutschland überhaupt nichts gemein haben? Ja? Früher haben Könige und Nationen gekämpft, um einen antichristlichen Islam zurückzudrängen. Das ist der Islam nämlich. Er leugnet, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und der Apostel Johannes nennt das den Geist des Antichristen, weil wir glauben als Christen, dass Gott Mensch wurde und dass der Sohn Gottes, der durch den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria geboren wurde, den Preis für unsere Sünde am Kreuz bezahlt hat. Und der Islam leugnet das und sagt, Jesus war einfach nur ein Prophet und irgendein Mensch, ein guter Mensch, und leugnet die Grundlagen des Evangeliums und der Bibel. Und dann sagt sie weiter, sie verstehe, dass man über manches verärgert sei, aber sie sei nicht bereit zu akzeptieren, dass man deshalb Ideen und Gedanken gut unterstütze, die für sie nichts mit Toleranz zu tun hätten. Da würde ich immer dagegen argumentieren, würde sagen, man kann in dieser demokratischen Gesellschaft auch anders seine Kritik und seinen Ärger zum Ausdruck bringen. Also sie sagt, die AfD zu wählen, ist keine legitime Kritik an der Ampelregierung. Das ist doch absurd. Ja, also wie verdreht ist das und wie abgehoben? Also man kann seinem Ärger anders Luft lassen. Wie denn? Indem man auf der Straße demonstriert? Absolut, das geschieht. Millionen haben schon demonstriert. Aber natürlich, indem man eine Partei wählt, von der man überzeugt ist, dass es die Interessen Deutschlands und der Menschen, die hier leben und die hier auch ein deutsches Volk bilden, die Mehrheit immer noch, welche Partei das am besten vertritt. Und mittlerweile über 20% glauben, dass das die AfD besser kann. Ich werde gleich auch die aktuellen Statistiken zeigen. Sehr, sehr interessant nach Bundesländern. Ich habe das für euch rausgestrichen. Es war eine interessante Umfrage, Rechtsruck in Deutschland. Wie radikal ist Deutschland? Und hier sehen wir, nach der Ahlensbach-Studie, dass 37% der Deutschen sagen, wir siedeln uns in der Mitte an. Aber die Mitte ist mittlerweile auch für geschützte Grenzen, für Begrenzung von illegalen Einwanderern, für die Beendigung des Krieges. Eher rechts sind 17%, stark rechts 12%, rechtsextrem, womit wir nichts zu tun haben wollen, ja, also wirklich Rassenfeindlichkeit, sind 2%. Also immerhin 30% sehen sich als konservativ. Das bedeutet ja rechts, konservativ. Und Mitte und konservativ sind fast 70%. Und mittlerweile sind 70% laut Umfragen unzufrieden mit der Politik der Bundesregierung, der Ampelkoalition. Ich werde übrigens auch drei Bibelverse nennen über schlechte Hirten, weil Politiker sollen auch Hirten sein, und dann darüber ein Wort von Jesus, zwei verschiedene Worte, dass ein geteiltes, gespaltenes Volk nicht bestehen kann, dass ein zerteiltes Haus fallen wird, nicht bestehen kann. Und das gilt für ein Land, da komme ich nachher noch zu. Hier, Olaf Scholz sagt, verschiedene Meinungen zu haben bedeutet doch nicht gleich Spaltung. Wir dürfen auch streiten. Ich bin also auch Kanzler der Ungeimpften. Die möchte ich aber gerne vom Sinn der Impfung noch überzeugen. Wunderbar klingt das in der Theorie. Aber dann gab es radikale Lockdowns.
die viele, viele Unternehmen in die Pleite getrieben haben. Wir haben die größten Insolvenzen, hunderttausende Insolvenzen allein in der Corona-Zeit, Privat- und Firmeninsolvenzen, Zehntausende. Und Abwanderung von Firmen. Und er hat das als Vizekanzler mitverantwortet und dann als Bundeskanzler. Und er könnte ja auch sagen, ich bin auch ein Kanzler derer, die gegen illegale Einwanderung sind. Das ist er aber nicht, weil er mit der Ampelregierung die Türen und Toren für Deutschland geöffnet hat und sagt, ja, wir wollen sogar eine schnelle Staatsbürgerschaft geben. Dass der deutsche Pass, der so viel wert ist, eine Staatsbürgerschaft, einfach billig gegeben wird an Leute, die unqualifiziert sind, selbst wenn sie nur ein oder mehrere Jahre hier sind. Und dann müsste er auch sagen, ich bin auch ein Kanzler derer, die für die Beendigung des Ukraine-Krieges sind, die für Frieden sind, mit Russland sofort Frieden zu schließen und zu vereinbaren. Das ist er aber nicht, sondern er hat eine radikale linke Agenda. Ich habe in anderen Videos gesagt, schaut es euch an, warum BRICS jetzt die Herrschaft weltweit übernimmt und auch Punkte, ist die AfD rechtsradikal. Da gehe ich auch auf Kanzler Scholz ein. Er hat eine radikal-marxistische Sicht, linksradikale Sicht wirklich, wo er LGBT, Gender Mainstreaming, eingeführt hat mit der Ampel in die Schulen, wo er auch das Wahlalter der Kinder am liebsten mit 16 einführen würde, wogegen sogar die CDU ist. Also wir sehen hier sehr radikale Positionen, eine Sexualisierung der Kinder in den Schulen. Er hat übrigens auch ein Buch geschrieben, worin er sagt, der Titel ist Deutschland, ein Einwanderungsland. Also Olaf Scholz zusammen mit Robert Habeck, der sagt, ich konnte mit Patriotismus, Vaterlandsliebe noch nie etwas anfangen. Das schrieb er über Patriotismus, Antipatriotismus, ein Buch, ein linkes Plädoyer, dass er sagt, wir brauchen nicht Patriotismus, sondern nur für die Verfassung, aber nicht für das deutsche Volk, nicht für die deutsche Geschichte. Und das ist etwas, was das Narrativ und das Wir-Gefühl in Deutschland zerstört. Und das ist, wofür Olaf Scholz steht. Jedes Jahr kommen über 200.000 illegale Flüchtlinge in unser Land. Ja, und die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Das heißt, die Wohnungsnot ist katastrophal wie seit den 50er, 60er Jahren nicht mehr. Ja, es wären 400.000 Wohnungen gebraucht, nur 100.000 wären gebaut. Auch dafür hat Olaf Scholz kein Verständnis, was zeigt, wie realitätsfremd die Regierung ist, weil die Baubranche die Rohstoffpreise nicht mehr zahlen kann für Baumaterial und die Energiekosten bauen unbezahlbar machen. Ja, also wir haben eine Wohnungsnot, eine Energienot und wir haben Abwanderung von Firmen. In Jeremia 23 ist ein sehr interessantes Wort, Wehruf über die falschen Hirten. Lest einmal im Alten Testament Jeremia 23. Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten. Durch schlechte Wirtschaftspolitik, Außenpolitik, durch Krieg, ja, Inflation, ja, hohe Preise, die Weide zugrunde richten. Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Und das, was wir jetzt sehen, ist eine Abwanderung von Tausenden von Firmen. 15% sind mittlerweile abgewandert, 30% planen es und immer mehr Deutsche sagen, ich kann in diesem Land nicht alt werden. Ich will in diesem Land nicht lange mehr leben. Und sie wandern aus und sind auch schon zu Millionen ausgewandert. Und wer wird dieses Vakuum füllen? Immigranten hauptsächlich aus islamischen Ländern. Und das ist eine Zerstörung unseres christlichen Abendlandes und Weltbildes und eine Zerstörung des deutschen Narrativs. Ich habe darüber nachgedacht. Tag deutscher Einheit. Das ist ja schon fast ein rechtsradikales Wort. Warum sagen wir nicht Tag europäischer Einheit? Ja, das Wort Deutsch beinhaltet eine gemeinsame deutsche Geschichte, eine gemeinsame deutsche Kultur, gemeinsame christliche, deutsche, abendländische Werte.
Und genau das wird von der Ampelregierung Jahr für Jahr mehr aufgelöst. Ich will mit euch jetzt mal die Zahlen anschauen von der AfD, aktuelle Zahlen. Neueste Umfragewerte. Die AfD hat im Bundesdurchschnitt mittlerweile, ihr könnt das jetzt nicht genau sehen, also die linke Karte, die lila Karte oder blaue Karte zeigt nach Bundesländern den Bundesdurchschnitt. Ja, wir sehen also zwischen 15-30%, Baden-Württemberg 20%, Bayern 14%, Saarland 23%, ja, in den Ostländern zwischen 25-30%, Bundestagswahl, Durchschnitt per heute AfD 21,5%, auf Landtagswahlenebene 18,6%. Also im Westen 16,3% Durchschnitt würden sagen, wenn morgen Bundestagswahl ist, wähle ich die AfD. 16,3% im Westen, 27,9% im Osten. Also das ist eine dramatische Entwicklung. Hier sehen wir es nochmal nach Bundesländern. Umfragewerte, die sind aus dem September für den Bundestag. Wenn er morgen gewählt werden würde, bundesweit 21,5%. Baden-Württemberg 20%, Brandenburg 32%, Mecklenburg-Vorpommern 32%, Rheinland-Pfalz 16%, NRW, das größte deutsche Bundesland mit 19 Millionen Einwohnern, hat 18% AfD-Wähler, die sagen würden, wir würden die AfD wählen. Thüringen 32, Schleswig-Holstein 15. Also im Bundesdurchschnitt 21%. Was ist der Grund dafür? Es ist die Auflösung aller Werte, was ein George Soros mit der Open Foundation Society gepusht hat über viele Jahre. Eine Ernte ist aufgegangen in unserer Ampelregierung. Und in Jeremia 23 sagt dieser Prophet Jeremia, der zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft, als Israel aus ihrem Land vertrieben wurde und Nebukadnezar den Tempel und Jerusalem als Gericht Gottes zerstört hat, er sagt, sie haben mein Volk Israel gefangen geführt. Das Land ist voll Ehebrechern. Ist das nicht heute so in den Medien, im Fernsehen, wenn man die Sendung schaut auf Inseln, ja, das gleicht Sodom und Gomorra, ich habe das in einer Predigt gesagt, ja, wo Nackte rumtanzen, wo Männer und Frauen zu Hauptsendezeiten vor den Augen von Kindern und Jugendlichen Sexpartner suchen. Ein Land voller Ehebrecher. Aber die Propheten und Priester, auch die Hirten, das sollen auch Politiker, sollen gute Hirten sein, haben mein Volk nicht zurechtgewiesen. Ja, sie alle sind für mich wie Sodom und seine Bewohner wie Gomorra. Und dann fragt Jeremia durch den Heiligen Geist, inspiriert, Vers 18, wer hat im Rat des Herrn gestanden, also auf Gottes Rat gehört, dass er sein Wort gesehen, also durch Visionen und Bilder, und sein Wort gehört hätte? Wer hat auf Gottes Wort gelauscht und gehört? Vers 22, hätten sie in meinem Rat gestanden, die Ampelkoalition, die Politiker in unserem Land, eine Angela Merkel, dann würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und sie abbringen von ihrem bösen Werk und von der Bosheit seiner Taten. Aber unsere Regierung bringt niemand von bösen Wegen, von Lüge und Unwahrheit ab, sondern sie erzeugen diese Lehre durch LGBT, Gender Mainstreaming, dass laut Gesetz mittlerweile 14-Jährige ihr Geschlecht ändern können. Jungs können sagen, ich will Mädchen sein, Mädchen können sagen, ich will Junge sein. Die Eltern müssen zustimmen, aber wenn sie es nicht tun und das Mädchen sagt, ich komme jetzt in Gewissensbisse und mein Selbstbild wird geschädigt, dann wird das Jugendamt sich auf die Seite des Kindes stellen und sagen, dieses Mädchen hat dadurch seelische Probleme und es wird die Entscheidung der Eltern außer Kraft setzen. Das ist eine Zersetzung der Autorität von Eltern, die Gott gegeben und biblisch ist in unserem Land. Ich glaube, dass Deutschland wirklich mittlerweile schon unter Gericht ist. Matthäus 12 sagt Jesus, jede Stadt, jedes Haus in Vers 26, das mit sich selbst entzweit ist, wird nicht bestehen können.
Und wir, jedes Haus, ja, und ein Haus ist eine Nation. Und das, was wir erleben, ist, dass Deutschland in der Mitte gespalten ist. Warum? Weil so viel Lüge verbreitet wird. So viele Dinge, die einfach dem Mainstream, mittlerweile 70% der Deutschen, nicht mehr gefallen. Sie sehen es als eine totalitäre, ideologische Kontrolle dessen, was sie eigentlich wollen. Die Mehrheit der Deutschen ist für geschützte Grenzen. Die Mehrheit der Deutschen ist dafür, dass nicht noch mehr Einwanderer und Immigranten kommen, sondern dass Kinderarmut beseitigt wird, ja, die höher ist als je zuvor. Dass man die Corona-Geschädigten entschädigt. Und das sind Tausende von Unternehmen. Wir brauchen Milliarden, die hineinfließen müssen, um deutsche Unternehmen wiederherzustellen, die kaputt gegangen sind. Stattdessen haben wir 30 Milliarden und mehr, die in Flüchtlingsarbeit und Immigrationsetat pro Jahr ausgegeben werden. Und 100 Milliarden Sondervermögen in Waffen und Bundeswehr. Und immer mehr sind damit nicht zufrieden. Jean-Jacques Rousseau, ich habe jetzt ein Zitat gehört von dem großen Freiheitsdenker der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Er definierte Freiheit und sagte, Freiheit heißt nicht, alles tun zu können, was man will, weil das kann der Allgemeinheit schaden und schließt ja auch viele Verbrechen mit ein, sondern Freiheit heißt, dass ich nicht tun muss, was ich nicht tun will. Und diese Freiheit wird in unserem Land seit Jahren außer Kraft gesetzt. Freie Meinungsäußerung wird gebrandmarkt mit Verschwörungstheorie, rechtsradikal abgestempelt, wenn man für geschützte Grenzen ist. Freiheit, die Meinung zu sagen, Freiheit, sich nicht impfen zu lassen, wurde außer Kraft gesetzt. Tausende, Zehntausende wurden gekündigt, weil sie die mRNA-Impfung nicht nehmen wollten und ihr nicht vertraut haben. Ja, die Freiheit der Eltern zu sagen, ich erziehe mein Kind nach biblischen christlichen Werten und meine Tochter soll als Mädchen aufwachsen und ich will nicht, dass meine Kinder LGBTQ in den Schulen, Lesbian Gay Agenda, eine Minderheitenmeinung ideologischer Linker in den Schulen gelehrt bekommen. Ich sage euch, ihr Lieben, in den USA stehen Eltern in den Schulversammlungen auf und verbieten die Lehre von LGBT in der Schule, wo ihre Kinder sind. So eine Bewegung brauchen wir in Deutschland. Und dann geben Schulen nach und nehmen es aus dem Lehrplan raus in den USA. Donald Trump hat gesagt, ich werde darüber übrigens ein Video machen, was er sofort tun wird in den ersten Monaten, wenn er im November 24 zu seinem zweiten Term als US-Präsident wiedergewählt wird. Er sagte unter anderem, er wird alle Mittel den Schulen streichen, die LGBTQ und Gender Mainstreaming in ihrem Lehrplan haben. Er wird es komplett verbannen aus den Schulen. Er wird die Erziehungsbehörde der USA auflösen und wird das Mandat und die Autorität, Lehrpläne zu überwachen zum Wohl der Kinder, nur noch auf bundesstaatlicher Ebene regeln lassen. Weil in den USA, genau wie in Deutschland, hast du mittlerweile nationale Lehrpläne über die Köpfe der Eltern und der Schulen hinweg von Neomarxisten, von einer radikalen Linken. Und Donald Trump sagt, ich werde das komplett abschaffen. Wow, wie gut ist das? Das brauchen wir in Deutschland. Also, heute haben wir wieder die Rufe, wir sind das Volk. Wir sehen, dass immer mehr Frustration wächst durch die Kompromisse der Ampelregierung, was die erste Regierung ist aus drei Parteien in Deutschland. Die Geschichte der Bundesrepublik begann 1949 und es hat immer eine Partei gegeben, sehr in der meisten Zeit die CDU, ab und zu die SPD unter Willy Brandt und Helmut Schmidt, aber sonst unter Adenauer, ja, und anderen Bundeskanzlern, Helmut Kohl, war es dann oft auch eine Partei, die die Mehrheit hatte oder eine große Koalition zwischen CDU und SPD. Aber noch nie hat es so eine Zerrissenheit der Bürger gegeben, dass Deutschland unregierbar wurde und drei Parteien eine Koalition bilden mussten. Und das ist die Ampelregierung. SPD, Grüne, FDP. Und es ist eine Regierung der Kompromisse geworden.
und die schlechteste, schwächste Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik. Schreibt gerne eure Kommentare, wie ihr das seht. Und viele sagen, dass es eine Parallele mit der US-Regierung von Joe Biden und den Demokraten ist, die eins sind in ihrer liberalen Agenda mit LGBT, ja, Erleichterung von Abtreibungen, offene Grenzen, Waffen liefern in den Ukraine-Krieg, unbegrenzt, bis Russland besiegt ist, was niemals passieren kann und niemals passieren wird. Sie sind eins in diesen Punkten. Und diese feindliche Einstellung gegen Russland mit gleichzeitigem Verfall aller Werte, moralischer Dekadenz, das hat den Ukraine-Krieg hervorgebracht. Wladimir Putin hat gesehen, wir haben die schwächste Regierung aller Zeiten. Er hat gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und er ist am 24. Februar letzten Jahres in die Ukraine eingefallen, als eine Reaktion von fast drei Jahrzehnten NATO-Osterweiterung an alle Grenzen der früheren Sowjetunion, wo damals Helmut Kohl, Dietrich Genscher, Gorbatschow einander versprochen haben, wenn die Sowjetunion aufgelöst wird, wird die NATO keinen weiteren Kilometer gen Osten sich erweitern. Diese Versprechen sind gebrochen worden. Das nur dazu. Ich habe darüber auch Videos gemacht. Schau sie dir an, warum dieser Ukraine-Krieg nicht aufhört. Also wir haben eine Regierung der Kompromisse. Angela Merkel sagte einmal, Politik ist das Geschäft der Kompromisse. Nein, Politik ist das Geschäft, das Volk zu vertreten und zuerst zum Wohle des deutschen Volkes Politik zu machen, zum Wohle der deutschen Nation. Und das ist schon lange nicht mehr der Fall. Durch Davos, ein Klaus Schwab, ja. Und alle sind mittlerweile, auch Angela Merkel war Young Global Leader, genau wie Annalena Baerbock, wie viele andere der führenden Politiker in Deutschland, in der Ampelregierung, sind mittlerweile Davos-Jünger, Globalisten-Jünger. Und sie vertreten weltweite globale Interessen der NATO, der USA, aber nicht mehr die Interessen wirklich, was tut Deutschland gut. Aber das ist, wozu die Politik da ist. Und so haben wir auch das deutsche Narrativ. Die deutsche Kultur wird immer mehr zerstört. Was ist die Folge davon? Eine Unkultur, ein Durcheinander, ein Chaos, eine Uneinigkeit in unserem Land. Ich möchte eine weitere Bibelstelle nennen. Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus, entweder wird das Haus auf den Felsen gebaut, weil man auf Wahrheit hört, der Bibel, Gottes Wahrheit, Standards der Wahrheit, der Ehe zwischen Mann und Frau, dass Kinder Kinder sind, geschützt werden müssen. Die Grünen sagen, Kinder sind Erwachsene, kleine Erwachsene. Kinder dürfen sexualisiert werden, schon im Kindergarten. Oder das Haus wird auf Lügen gebaut, auf Sand gebaut, Matthäus 7, 24 bis 27. Und wenn dann Stürme kommen, wie der Ukraine-Krieg, Erschütterungen weltweit, Krisen, ja, immer mehr Dürreperioden, die auch Zeichen von Gerichten sind. Dann, weil das Haus auf Sand gebaut ist, fällt es, stürzt es ein, die Winde wehen, stürzen an das Haus, das auf Sand gebaut ist, und sein Fall wird groß sein. Und ihr Lieben, das ist genau, was wir in Deutschland sehen. Wir sehen eine Abwärtsspirale, wir sehen, dass Unternehmen abwandern, auch Milliardenunternehmen wie BASF, Chemie, ja, Bauunternehmen, viele, viele, Automobilbranche verlagert Produktionen außerhalb von Deutschland zum Schaden unserer Bevölkerung. Und wir sehen, dass dadurch eine Abwärtsspirale und ein Fall für unser Land kommt, auch eine Verarmung. Und wir sind gleichzeitig offen für Feinde des Christentums und für Feinde Deutschlands. Wir haben das gesehen mit der Gewalt, die immer mehr zunimmt gegen Polizisten, Raketen, die in Köln und Berlin abgeschossen wurden, direkt auf Polizisten. Ja, Böller wurden auf sie geworfen, Steine. Und sehr, sehr hauptsächlich 80% wurde ja analysiert durch illegale Immigranten, durch Clans, die unseren Rechtsstaat verachten, die lachen über Deutschland, die lachen über unsere Politik und die eine ganz andere islamische, außereuropäische, außerchristliche Kultur haben.
Und wir sehen immer mehr Gewaltzunahme, dass Frauen sich nicht mehr sicher fühlen, Kinder nicht mehr und dass man in vielen, in Berlin sowieso, da wo wir unsere Gemeinde Neues Leben Berlin haben, fühlst du dich mittlerweile in der Minderheit. Die Parks, die Spielplätze sind voll von Arabern, von Syrern. Ja, wir lieben alle Menschen, aber das ist dann für die Deutschen nicht mehr das Gefühl, ich bin in meinem Heimatland in Deutschland. Sondern es kommt immer mehr auch soziale Kälte und die Deutschen ziehen sich zurück, weil ein Vakuum gefüllt wird mit Menschen aus fremden Kulturkreisen. Es gibt ein Buch, mehrere, der Bürgerkrieg kommt und er kommt auch durch Clans. Die kämpfen für Islam, die kämpfen für ihre Rechte. Wir haben das jetzt gerade wieder gesehen, es war von den Nordafrikanern, ich komme jetzt gerade nicht drauf, waren gewaltsame Demonstrationen der Äthiopier, ja, ich glaube es waren die Äthiopier, und das passiert ständig, immer mehr. Ich habe jetzt gehört, wir haben tausende lebensgefährliche Messerattacken und das nimmt jedes Jahr zu. Und das kommt nicht durch Deutsche, das kommt durch illegale Einwanderer. Also wir sehen hier, ein Gewaltklima nimmt zu. Was müssen wir tun? Wir müssen beten, in den Riss treten. Wir müssen sagen, Gott, schenke uns einen Geist der Buße. In 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, sagt der Apostel Paulus, betet für alle in Obrigkeit. Betet, dass Furcht Gottes wieder über Deutschland kommt, weil Gott ist ein Richter über alle Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit. Und wenn unsere Politiker keine Buße tun von falscher Politik, von Dingen, die schädlich sind für Kinder, für Familien, für Deutschland, dann wird das Gericht Gottes über unserem Land zunehmen. Wir sind mittlerweile mittendrin. Wir müssen auch in dem Rat Gottes stehen als Christen und sagen, Gott, gib uns Weisheit. Was können wir in unserer Nachbarschaft tun, um Licht und Salz zu sein? Was können wir tun, um eine Stimme der Wahrheit zu sein? Was können wir tun, um gute Hirten zu sein für Kinder, für Jugendliche, für Väter, Mütter, für Familien? Ich glaube, wir brauchen gute Hirten und dann sind wir eine Antwort für Hunderte, Tausende, Zehntausende, Millionen von Menschen. Ich glaube, wir brauchen eine Erweckung zurück zu Gott, zu dem Gott der Bibel, dem Schöpfer von Himmel und Erde, zu dem sich Gott auf dem Berg Sinai, Moses, offenbart hat. Er hat gesagt, ich bin Yahweh, ich bin, der ich bin, hat dich gesandt zu Pharao. Und dann hat Moses die 10 Gebote für die ganze Menschheit empfangen. Und Israel hat die Errettung und die Verheißung des Retters der ganzen Menschheit empfangen. Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Und Jesus Christus, der Retter der ganzen Menschheit, hat eine Zeitenwende gebracht. Darum haben wir 2023 nach Jesus Christus. Der Name Jesus heißt Gott rettet. Und Christus heißt der mit Kraft Gesalbte. Wir müssen beten, dass wir zurückkommen zur Bibel. Dass wir eine Erweckung haben der Bibel. Die Bibel ist lebendig. Sie redet persönlich zu dir, wenn du Gottes Wort liest. Das Alte Testament, da sind Gottes Verheißungen für jeden, der glaubt, und das Neue Testament im Blut Jesu Christi. Da ist ewiges Leben, Vergebung, da sind alle Segnungen Gottes und die Gott über unser Volk, über Deutschland wieder bringen will und alle Menschen, die hier leben. Also ihr Lieben, gebt doch ein Like, schreibt eure Kommentare, wie das Video dir geholfen hat. Werde auch Partner unserer Medienarbeit. Hier siehst du die Spendennummer 85D851705 2000-0940-044072. Momentan haben wir über 30 Partner. Wir beten für 200. Und wir wollen ja ab Januar ins Fernsehen gehen. Ich werde auch ein Visionsvideo darüber machen. Aber dafür brauchen wir mindestens 50 Partner. Wenn meine Videos dich segnen und du bist auch über meine Lehr-Predigt-Videos immer wieder erbaut geistlich, dann frage doch einmal Gott und sag, Herr, soll ich in Neues Leben Berlin, Neues Leben e.V. monatlich etwas spenden? Jede Spende hilft, weil nur so können wir wirklich auch unsere Medienarbeit expandieren. Gott segne dich reichlich und ich freue mich zu hören von dir. Und du kannst mir auch schreiben an info@neuesleben.berlin. Schreibt eure Kommentare, wie dieses Video dir geholfen hat und wie du die Dinge siehst.
Vielen Dank.